Pferdediebe. Oh, ich sehe Pferdediebe. Gott, Izzy redet schon wieder im Schlaf. Izzy! Warum machen die Fotos von den Pferden? Izzy. Und ja, warum machen die Pferde Fotos von den Fotografen? Was? Oh, Frische, du sitzt auf dem Klo. Izzy, wach auf. Ah, Scheiße. Ronja, geht's noch? Ich saß gerade auf der Toilette. Aber bisschen Privatsphäre, wenn ich bitten darf. Warum schläfst du denn auf der Toilette? Hä, wieso schlafen? Ich hab gar nicht geschlafen. Ja, wie jetzt? Du hast gar nicht geschlafen. Ich wach ständig auf, weil du hier nachts irgendwie vor dich hin noch redest. Redest? Ich hab... Stimmt, nicht ich hab mal nachts hört die auf zu reden. Das gibt's doch gar nicht. Ronja, da waren gerade Fotografen, oder nicht? Fotografen? Da waren da Pferde? Warum da sind da sogar Pferde! Okay, ich bin taub gelacht. Warum soll denn da Fotografen sein? Gute Nacht, ruh dich mal aus. Okay. Easy. Jetzt schläft die. Hey, Easy, hey. Geh weg! Weg mit dir! Lass mich schlafen! Es ist... Nur weil du nachts nicht schläfst, heißt es nicht, dass wir morgens nicht wach sein sollen. Ah, wieso ist es doch gar nicht morgens so mitten in der Nacht? Was? Wie ist es warum, mitten in der Nacht? Warum, Ronja? Ja. Was ist das? Guck mal da vorne! Da ist ein Polizeiauto. Was? Oh, was? Hier spricht die Polizei. Kommen Sie unverzüglich nach unten. Okay, ja, mach ich. Das war der kürzeste Weg. Hast du dir was gebrochen? Nee, vielleicht Fuß verstaucht. Aber du erkennst das schon. Wir haben einen anonymen Tipp gekriegt. Sie beide begleiten mich jetzt auf das Polizeirevier. Dann reden wir weiter. Was denn für ein anonymer Tipp? Wir haben geschlafen. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wie sie sagen. Wir jetzt echt gehen? Nee. Wir haben nichts getan. Bezüglich ihrer Tierhaltung hier auf der Farm. Von dem, was ich gehört habe, sind die Tiere hier auf engstem Raum eingesperrt und haben nicht mehr Futternäpfe und Wassertränke. Das ist ja mal eine Lüge. Also das ist ja frech. Das, also. Die Hamster meint er bestimmt. Die haben es wirklich ein bisschen echt. Meinst du? Ja, guck doch mal. Ja, Sir, Sie haben vollkommen recht. Wir gehen jetzt mal mit und Sie erzählen uns, was Sie sozusagen haben, ja? Die haben Wasser. Ich glaube, das können wir dem zeigen und dann können wir sagen, das ist alles okay. Weil sonst müssen wir wirklich mit aufs Polizeirevier. Das wäre ja Quatsch. Okay, du hast recht. Sir? Sir, wir können Sie gerne rumführen und Sie vom Gegenteil überzeugen. Unsere Tiere werden alle artgerecht gehalten, ja? Also, im Gegensatz zu anderen Farmen. Ist das hier nämlich alles sehr gesetzkonform? Stimmt, wie bei dieser Massenfarm. Mhm. Ja, das war gar nicht cool. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen mal die Hamsterhaltung. Genau. So. Okay. Hier wohnt Ronja mit den Hamstern. sehen Sie, die haben ganz viel Platz und sogar ein Hamsterrad. Da läuft Ronja auch manchmal Hamsterrad drin. Ja, Hamsterrad und das Weil, Schöne wenn es draußen regnet, dann geht sie da Gassi. Wenn es eng für die ist, dann lassen wir die auch mal raus. Also, lassen die nie raus? Doch, immer wenn ich die Tür auflasse, aus Versehen. Ach stimmt, ja, du hast recht. Gefällt Ihnen das gut? Kommen Sie, wir zeigen Ihnen noch was. Wir zeigen Ihnen jetzt hier, gucken Sie mal, die Sie Frösche. Rauskommen? Was, welche Frösche? Ja, ich habe hier Fröscheln gemacht. Sag mal, okay. Wir haben jetzt hier Frösche. Wir haben jetzt hier Frösche. Hallo, mach mal die Tür zu! Die Frösche fliegen! Oh Gott! Aber wie Sie sehen, die Frösche haben reichlich Auslauf. Oh Gott. Sind die Frösche jetzt überall? Ein Frosch ist entflohen. Oh nein, ich sehe ihn noch hüpfen. Hauptsache, der liegt nicht nachher in unser Bett oder so. Für seine Freiheit. Ja, also wie Sie sehen, hier den Fröschen geht's gut und wir haben natürlich auch noch mehr Tiere jetzt hier, die auch wichtig artgerecht gehalten werden. Kommen Sie gerne mit. Na, warte mal, die sind echt süß. Ich dachte, wir können vielleicht mit den Fröschen nachher Gassi gehen oder sowas. Meinst du, das geht? Ja, okay, komm. Irgendwie die Kleinen sehen aus wie Erdklopse und die Grünen sehen aus wie Gras auf einem Erdklops. Kommen Sie gerne mit. Ja, so, ja. Tür zu. Sperr ihn aus, gute genau. Idee. Ja. Guck mal, wir haben ihm noch gar nicht die Bilder gezeigt von uns. Oh, stimmt. Interessieren Sie sich für Kunst? Versucht, den Frosch zu hauen. Lass ihn doch den Frosch. Hier, komm. Wir zeigen Ihnen mal ein bisschen Kunstwerke. Ich meine, wir haben ja schon länger gemalt, aber jetzt haben wir hier ein paar neue, wie zum Beispiel hier das eine, wo ich Easy scheinbar in eine Schubkarre, ich bin nicht sicher, ob das eine Schubkarre sein soll oder irgendeine Art von Wagen jedenfalls, schiebe. Und auch noch dieses, ich kann nicht zoomen, dieses Gebilde hier, was auch voll süß ist, vom Bauernhof mit Easy und mir und mit zwei Pferden und mit den Bienen oben auf dem Dachboden. Ronja, er kommt jetzt hoch. Er kommt jetzt, okay, dann geht er. Er kommt hoch. Oh nein, er haut mich. Ja, ist ja gut, okay, dann zeige ich halt nicht weiter die Bilder. Wenn sie so ein Artband aus, Kunstband aus sind, das kann ich eh nicht nichts für. Pff. Komm, wir sollten jetzt echt gehen. Ja, okay. Ah. Wo steht denn ihr Polizeiauto, Sir, ja? Ja, guck mal, wir müssen ja gar nicht mit aufs Revier, wenn wir jetzt weiter die Farm zeigen. Hier, ich meine, bis jetzt gab es ja keine Probleme, richtig?
Hier zum Beispiel hinten okay. haben wir Hasen. Warte mal, in welche Richtung sind die Hasen? Ronja und die Orientierung sind hier. Hier hinten, wie ich gerade sagen wollte, haben wir zum Beispiel auch Hasen. Ja, nur sehr wenige. Guck mal, da hinten. Guck mal, hier oben sitzt auch einer. Ist das ein echter oder ist das eine Statue, die du da hingesetzt hast? Ah, das ist eine Statue? Nee, ich weiß nicht. Stimmt. Guck mal, die Hasen, gar kein echter. Die sitzen da in der Ecke, als ob die so eine richtige Verschwörungsversammlung gerade haben. Die sind so, okay, ja, heute Nacht brechen wir aus. Sofort, endlich ist es soweit. Kommt mit, meine kleinen Hasen. Wieso essen die keine Karotten, Ronja? Doch, guck doch, mal, tun sie. Hasen mögen Karotten. Willst du auch einem eine Karotte geben? Oh ja, ich habe leider keine mehr. Ups, wo hab ich sie? Ich hab sie hingeworfen. Ho. Ha? Hast ah du ja, doch, ich hab eine. Hier. Ach so. Warte, ich muss sie hingeben, sonst macht das gar keinen Sinn. Hier, bitteschön. Er hüpft vergnügt. Da sehen oh, sie ja. Oh, wie süß. Guck mal. Ja, cool, okay. Okay. Was wollen Sie noch sehen, Herr Polizist? Die haben ja gar kein Wasser. Was? Das stimmt ja gar nicht. Also, ich meine, jetzt gerade haben die ja kein Wasser, aber hier ist ja... Sehen Sie, da ist Wasser. Da ist ja eine Menge Wasser gerade. Ja, ja, das... Das war auch schon immer da, das also... weiß ich gar nicht, was Sie jetzt hier zu bemängeln haben. Haben Sie nicht richtig geguckt? Ist nicht schlimm, Sie brauchen eine Brille. Jetzt muss ich mich beleidigen, nicht die Polizisten. Ich hab meinen Schlafanzug an, nein! Nein, zieh dich schnell um. Ja, also da müssen Sie kurz drauf Rücksicht nehmen. Ich meine, das ist ja nicht, ne? Bin wieder da. Nicht, bist du umgezogen? Ah. Hatte ich bei dir den noch an? Bei mir hatte ich den noch an. Doch, doch, ja, du hattest den noch an. Okay, gut. Okay. Dann weiter geht's hier. Wir haben, glaube ich, gehe ich in die richtige Richtung zu unseren Kühen? Ah, Enten. Ja, Kühe? Zu den Enten, richtig. Ach, guck mal, hier sind Kühe. Babykühe. Warum sind die bei den Enten? Warum sind die... Die dürfen hier nicht sein. Leck ihn ab, er darf es nicht sehen. Hier sind nur Enten drin, aber wir können direkt auch weiter zum nächsten Stall. Und zwar, ja, da geht's lang, hier, genau. Hier. Über die Hecke springen, das ganz normal bei uns. Das genau, so machen wir das hier. Ja, einfach ja. hoch und dann geht's weiter über die Hecke und dann richtig. Weiter zu... wo sind denn die blöden Kühe? Ich kann mich nie zurück. Hier geht's lang. Wir mussten hier lang zu den Kühen. Guck richtig. Mal da hinten. Hier, denen geht's gut. Die sind auf viel Platz verteilt. Boah, ist das ein Riesenvieh. Guck mal. Alter, hallo. Easy. Nein. Ronja, Hilfe. Der greift mich an. Komm hier. Nein. Mach, dass er weggeht. Oh nein, warte, komm, dass er weggeht. Ich sterbe. Ich sterbe. Oh nein, der ist hinterher. Immer noch? Ja, der ist mir rausgebrochen. Ich sterbe. Warte, ich hau ihn. Warte, oh mein Gott. Ich hab noch das Schwert, was wir mal hatten, als die Oma... Nein, nicht töten. Es ging nicht... Er hat dich angegriffen. Das war, es tut uns leid, Officer, das war Notwehr. Das haben Sie ja gerade gesehen. führen wir Sie gerne weiter zu den Pferden. Oh, ich muss die Kuh begraben. Begräbst du komm, wir begraben sie. Es tut wir mir begraben sehr leid. Kuh. Ich wollte dich nicht umbringen, Kuh. Aber es gab also, keinen... Ah! Gut, dass ich Schaufeln dabei habe. Hier, wir können ihr ein Grab ausheben. Genau, wir heben ihr ein Grab aus. Warte. War aber auch echt aggressiv, die muss war, ich sagen. Also, das war... Der war gereist, aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Ja. Hier. So. Was? Ich höre da schon wieder irgendwas. Ich glaube, das war das Kälbchen. Okay, warte. Und jetzt machen wir die Kuh rein. Willst du noch ein paar letzte Worte sagen? Okay. An dich, unseren Freund Raw Prime Beef. Ich hoffe, es geht dir gut und du findest ein schöneres Leben ohne Aggressionsprobleme. Und in Freude. Das kannst du ihm auf den Grabstein schreiben, wenn du möchtest. Okay. Hier ist noch der Rest von dir. Und dann mache ich mal dicht. Und setz eine Blume rauf. Ich weiß nicht, wann die geboren ist. Okay, jetzt eine Schweigesekunde. Okay. Okay, das war's. Und dann können wir auch weiter ignorieren Sie den V, der hier rumrennt. Und, ja, sehen Sie, der lebt sogar frei hier auf der Farm. Genau, ja. Das haben wir auch häufig. Okay. Ich glaube, wir machen keinen guten Eindruck. Ich glaube, ich hätte die Kuh nicht umbringen sollen. Nein, das war keine das gute war Idee. Oh nein. Der inspiziert hier unsere Farm und du bringst die Kuh. Das war aber keine Absicht, die hat dich angegriffen. Ja, ich danke für das Verteidigen. So, und so, genau, das sind die Pferde. Und das war's dann auch so ziemlich mit dem vor allem die Kuh hat mich Mundgang. Vergiftet, ich weiß gar nicht wie. Aggressives Viech. Ich habe hier instant die giftige Hörner. Sonst sahen die Kühe auch nie so, keine Ahnung, gewalttätig aus. Die waren ja immer normale Kühe. Was ist denn das für eine Mutation gewesen? Das war so ein riesiger Büffel oder was das war? Total. Okay. So, ja gut, hier sollte ja alles in Ordnung sein. Der genau, ist ja relativ hier Futter schön, im Trog, alles da.
Haben wir Wasser nachgefüllt? Wasser? Ich hoffe. Nein! Oh, haben wir nicht? Hast du Wasser dabei? Warte, warte. Hier ist ein Eimer, Wasser. Aber hier ist kein Wasser. Kein Wasser! Nein, nein, nein. Warte. Oh nein, ich habe kein Wasser. Spuck auf den Boden, spuck schnell auf den Boden! Hier reinspucken! Sehen Sie das? Wasser drin. Was? Sehen Sie das? Was? Das nimmt er mir nicht ab, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Oh nein. Nein, ja. Nein, nein. Aber also glaub, das Wasser, das Hund. Nein, nein, das ist. Ich meine, das Wasser kann ja immer mal leer gehen. Die Tiere trinken das ja auch. Aber, wie Sie vielleicht sehen, haben wir da drüben direkt den farmeigenen Brunnen. Jetzt rennt ein Pferd rein. Den farmeigenen Brunnen, da holen wir dann auch gleich hier, nachdem die Besichtigung um ist. Neues Wasser. Es ist ja gerade früh am Morgen, wir sind ja auch gerade aufgestanden. Das wäre im Prinzip das Erste, was wir an jedem Tag machen. Also, ne? Ist, vielleicht können wir es diesmal bei einer Verwarnung belassen. Aber bei der Menge an Pferden müssten sie rechtlich gesehen noch einen zweiten Futterdruck bereitstellen. Und den Brunnen da drüben sollten sie auch mal überprüfen. Was ist denn jetzt mit dem Brunnen los? Hä? Hey, ja, also zweiten Druck stellen wir hin, machen wir kein Problem. ich glaube, wir haben immer Glück gehabt, oder? Ja, er geht. Er geht? Er geht. Er geht! Machen Sie es gut. Aber er soll lieber fahren. Sei ihr Polizeiauto steht da hinten. Hey. Da in die Richtung. Ey, jetzt boxt er mich. Jetzt hauen Sie endlich ab von unserer Farm. Gehen Sie weg. Machen Sie, dass ich herkomme. Sonst tötet Ronja noch eine Kuh. Nein. Ich töte keine Kühe. Es war ein Versehen. Es war ein tragischer Unfall. Es war ein Ausrutscher, ja, genau. Ja, es passiert normalerweise nie. Okay, was hat er gesagt? Wie sollen wir jetzt Futtertrog noch hinstellen? Wasser können wir nachfüllen. Warte, ich habe hier auch einen Eimer mitgenommen. Hier. Aber weißt du, was ich mir dachte? Oh, danke. Was denn? Weißt du, was ich dachte? Wir könnten eigentlich auch das Gehege von den Kühen, Pferden meine ich natürlich, ein bisschen vergrößern. Oh ja, das können wir auch machen. Oder? Das ist eine gute Idee. Dann machen wir das mal. Ich habe hier nämlich noch ein paar Holzpflöcke. Ah. So. Das ist jetzt ein riesiges Gehege. Oh, guck mal. Ja, dann haben die mehr Platz. Das wäre doch gut. Hast du ein Tor dabei? Gerade. Ah, ich habe eins. Du hast eins. Ich habe eins. Praktisch. Guck mal, und jetzt können wir das verbinden immer oder sowas. Und ein paar Pferde leben da und die anderen leben da oder so. Sau gut, dann machen wir das so. Okay, cool. So, dann haben wir jetzt hier ein paar Pferde. Easy, du solltest da die Pferde reinbringen. Easy, das sind doch nicht alles Pferde. Alles muss man selber machen. Das ist eine Kuh. Das ist eine Babykuh. Hast du die einfach von ihren Eltern getrennt? Nein, easy. Nein. Hallo Babykuh und Babyschwein. Ich meine Babypferde. Siehst du nicht, dass das ein Pferd ist? Wo ist das ein Pferd? Ich leg sogar Pferdeäpfel. Guck mal. Oh Gott. Das hat nicht mal eine Beine. Wo ist denn das hier ein Pferd? Bist du ein Pferd? Jetzt will ich sehen, wie der das inspiziert. Na gut, das war's dann aber auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne... Was? Ja, guck mal, hier. Ist ein kleines. Oh, das ist ausgebrochen, stimmt. Ja. Was wollte denn die Freiheit? Es war auch nicht genug Platz für ihn. Das ist ja auch cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert Easys und meinen Kanal. Easys ist in der Beschreibung, meiner ist unten der Knopf, weil das ist ja mein Kanal. Also, ne? Seht ihr selbst. Ansonsten, ja... Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.